Staffel 5, 4. Ja, wir sind nicht William Jam. Yo, yo, yo. Heute mal ein Video nur von meinerseits. Emil ist nicht dabei. Okay. Liegt daran, dass ich auch nicht in Berlin bin, sondern bei meinem Onkel. Und hier ist ein ganz, ganz großes Projekt und da wollte ich euch einmal mitnehmen. Und zwar hat er einen Pool in seinem Garten stehen, beziehungsweise so etwas in der Art. Denn der ist schon seit einigen Jahren nicht mehr aktiv und dementsprechend sieht der echt aus. Wie ihr seht, haben wir schon etwas in dem Pool gemacht und zwar haben wir schon angefangen, die Farbe abzumachen und allgemein auch diese ganzen Löcher für die Einlaufdüsen und Skimmer und ähnliches zu graben. Was das genau ist und wie das alles funktioniert, dazu komme ich später noch einmal. Bevor wir jetzt allerdings loslegen und euch alles nochmal im Detail zeige, fahren wir erstmal in den Baumarkt. Okay, zurück vom Baumarkt. Wir haben jetzt ganz, ganz groß geshoppt. Und zwar haben wir einmal hier uns einen dicken Kompressor gekauft. Das war jetzt so das Herzstück unseren heutigen Einkauf. Da haben wir jetzt einmal so einen Nagelhammer Pressluft. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Das ist irgendwie, ich glaube, Nagelpistole, Nagelentroster. Nagelentroster, Nadelhammer, Nadelpistole, Nadelklopfer, Dropluft, Nadele. Mit dem wir dann versuchen, das alles da abzuklopfen. Und dann haben wir auch noch hier für die Flex so eine Drahtbürste geholt, Schutzausrüstung und auch drinnen im Schuppen steht noch ganz, ganz viel mehr Zeug. Wir haben jetzt einen riesigen Presslufthammer hier, 13 Kilo Presslufthammer gekauft und wir haben hier auch noch ganz, ganz viel anderes Equipment, Schweißzeug, Absaugung, Makitas aller Art. Wait a minute! Und jetzt geht's erstmal los. Den ganzen Pool irgendwie sauber zu bekommen, die ganzen hohlen Betonstellen wegzuklopfen, irgendwie die ganze Farbe abzumachen, dann für den Skimmer das Loch zu bauen und ähnliches, das seht ihr jetzt. So, für euch ein paar Sekunden, für mich drei harte, wirklich sehr, sehr harte Tage. Wir haben jetzt den Putz quasi komplett runter, bis auf ein paar Stellen. Da war der Putz einfach so dünn, dass es wirklich schwer war, den runterzubekommen. Da schleifen wir es jetzt einfach und fräsen es noch ein bisschen ab, damit halt die Farbe weg ist und dann passt das so. Bei dem Putz hatte ich am Anfang mit dem großen Presslufthammer gearbeitet, allerdings wurde der über Zeit wirklich schwer, wirklich sehr, sehr harte Tage. Deswegen haben wir uns jetzt hier noch so ein Druckluftmeißel zugelegt, mit dem das echt super gut ging, weil der halt gar nichts wiegt und man konnte damit quasi genauso gut arbeiten. So. Zudem haben wir auch schon den ganzen Beton weggehauen, wo die Einlaufdüse hinkommt. Das seht ihr hier einmal. Hier haben wir einfach einen großen Spalt reingehauen. Hier ist das Loch zu diesem Nebengebäude, wo dann die ganze Pumpe und sowas drin sein wird. Und da haben wir jetzt auch alles freigeschachtet. Zudem haben wir hier oben alles freigeschachtet für den Skimmer, der da dann reinkommt. Und hier unten befindet sich der Bodenablauf, wo wir auch schon alles freigeschachtet haben. Jetzt schleifen wir nochmal alles an den Wänden gut ab mit der Fräse, dass man da auch gut den Putz aufbringen kann. Von der Verschalung sind davor noch ganz schön viele Rillen und ähnliches drüber. Die machen wir jetzt noch alle weg. Zudem haben wir auf dem Boden, hier seht ihr das, hier sind so ein paar Risse gewesen und auch hier an der Wand waren so ein paar Risse. Da haben wir jetzt einfach noch mit dem Stechbeitel oder mit dem
ich weiß gar nicht, wie das heißt, Druckluft, Meißel, wie auch immer, das noch ein bisschen weggehauen, dass so eine Art V-Naht entsteht, damit dann der Putz, den wir dann später ranhauen, da schön in der Naht hält und das alles zusammenhält. Zudem haben wir jetzt auch schon oben hier die ganzen Kanten weggemacht. Das seht ihr hier überall. Und da war davor, wie ihr hier hinten seht, noch so eine runde Kante. Allerdings war die an ein paar Stellen schon abgebrochen oder hielt nicht mehr so gut. Das haben wir jetzt weggehauen. Und da machen wir dann nachher Verschalungsbretter dran. Und tun dann von oben so ein Hochleistungsmörtel rein. Und dann haben wir danach nochmal eine schöne, frische Kante. Und die machen wir diesmal auch eckig, weil darüber noch einen Terrassenaufbau kommt. Und da brauchen wir diese runde Kante nicht. Jetzt geht es noch darum, dass wir hier die von dem Leiter und von dieser Stange hier hinten, haben wir schon ein bisschen angefangen, den ganzen Lack da runterschleifen. Das ist eine echt eklige Arbeit, damit wir das dann schön neu lackieren können und da frischen Lack drauf tun können. Soweit erstmal zum Zwischenfazit. Ich würde sagen, weiter geht's mit dem, was ich gerade gesagt habe, und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich hoffe, ihr versteht mich. Wir haben jetzt gerade noch von einem Bekannten einen Kercher bekommen, sowas hier, mit dem wir das Ganze durchkerchern müssen, damit wir das dann schon verputzen können. Das Problem ist allerdings, dass wir morgen das sauber gemacht haben müssen, also mit dem Kercher einmal durch sein müssen. Der Bekannte allerdings den heute Abend wieder braucht. Heißt, wir sind jetzt noch relativ spät am Arbeiten und müssen halt noch das Ding jetzt fertig fräsen, um dann den Kercher zu benutzen, damit wir es dann morgen zurückgeben können. Also ein bisschen Zeitdruck gerade, aber ich denke mal, wir könnten das schaffen. Okay, wir haben jetzt die Wände im Prinzip fertig. Da muss jetzt nur noch mal rüber gefräst werden und dann kommt auch schon die finale Putzschicht drauf. Ihr könnt es mal sehen, so sieht es gerade aus im Prinzip. Das ist ganz gut. Jetzt fangen wir schon mit den Einbauteilen an, und zwar jetzt an erster Stelle mit dem Skimmer. Da haben wir uns so eine Holzkonstruktion mit ein paar Brettern gebaut, dass der da schön draufsteht, schön gerade, alles ausgemessen mit Wasserwaage und so. Und dann kommt hier außen gleich Mörtel und Putz drunter, oder Mörtel besser gesagt. Und dann wird der da direkt eingeputzt. Und dann kommen noch der Bodenablauf unten und die Einlaufdüse.